Hallo und willkommen zurück in Risen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir waren ja letztes Mal hier in diesem, was kann man da Hof dazu sagen, oder auf diesem Hof der Novizen und sehe gerade hier, dass es einen Keiler gibt, den wir erlegen möchten. Der schläft gerade so schön. Greifen wir doch gleich mal an, bevor er uns angreifen kann. Und wenn wir draufbleiben, ja, dann greift uns trotzdem an. Ich habe gedacht, solange wir den beschäftigen, kann er uns nicht angreifen, aber das war anscheinend eine... Ja, war anscheinend falsch. Gut, wir haben ihn auf jeden Fall erledigt. Grabstein. Ruhe in Frieden. Mana-Pilz ist wieder da. Und für heute habe ich mir gedacht, nehmen wir uns mal den... Hier gibt es echt viele Grabsteine. Es sind ja schon 4 Leute gestorben von dem Hof. Weil ich meine, wer vergräbt sonst jemanden hier draußen? Mitten in dieser Schlucht. Ist das eine Schlucht? Nein, das ist keine Schlucht. Das ist nur so ein Eck. Ich möchte eigentlich zu dem Keiler. Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich hoffe, es wird bald wieder Tag. Der ist, glaube ich, da hinten. Da ist der Keiler. Ich glaube, wir brauchen auch das Fleisch für die... für die Rachel. Da schaue ich jetzt. Genau, Fleisch für die Bande. 10 Keulen rohes Fleisch. Und wie viel Fleisch haben wir denn inzwischen? Sonst können wir da nämlich gleich wieder zu ihr hinterwatscheln. 10 haben wir schon. Okay, dann können wir das jetzt dann abgeben, wenn wir dann wieder hintergehen. Ich würde sagen, ich penne jetzt mal kurz in diesem Bett, damit es wieder hell wird. Das wird bestimmt noch ein paar Stunden dauern und da habe ich echt keine Lust dazu. So. Leg dich rein, Kollege. Dann seht ihr da draußen wieder ein bisschen was bis zum nächsten Morgen schlafen. Denn ich glaube, 3 Folgen war das ja jetzt, in dem es komplett dunkel war. Oh nein, regnet das? Es ist es regnet. Naja, immer noch besser als komplette Düsternis. Oh, das ist... Ja, das sieht schon cool aus. YouTube verfälscht ja meine Farben wieder, habe ich gesehen. Das ist wieder total hässlich, teilweise. Ich weiß nicht, an was das liegt. Die Rohdateien sind super bei mir, aber... naja. Gut, wie auch immer. Wir gehen Wölfe jagen und ich glaube, Dwight war das... War das Dwight? Nee, nicht Dwight. Hansen hat, glaube ich, gesagt, dass die Wölfe hinten in dieser Höhle sind. Da sind sie, glaube ich, auch schon. Und ich, was war es? Ein F8 war, glaube ich, speichern. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen uns derer mal an. Es ist immer noch verdammt dunkel. Naja. Machen wir es oder machen wir es? Ja, komm, machen wir es halt. Mana-Pilz. Wir sind ja schon erfahren im Wolfskampf und ich sehe momentan nur einen Wolf. Ist das richtig? Es ist nur der eine hier, oder? Ja, also komm. Angreifen. Ah, fast. Ah. Hungrige Wölfe greifen 2-mal an. 1, 2. Ah, und? Komm. Greif an. Bam. Nein. Oh, jetzt. Oh. 1 von 5 hungrigen Wölfen. Wissen wir schon mal, wie viele sich hier rumtreiben. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Die nehmen wir mal mit. Da unten ist auch irgendwas in dieser Ecke. Was war denn das? Habt ihr das Symbol da gerade gesehen? Das müssen wir gleich nochmal anschauen. Was haben wir denn hier alles bekommen? Ein Krautstängel, ja. Der Joint im Spiel. Naja, ob wir den so... Oh, da ist wieder ein Bier für unseren Louis. Aber wir haben, glaube ich, jetzt alles von ihm herausgekitzelt. Da dieses Symbol da auf der Truhe. Ist das ein Wolf oder was soll das sein? Sieht mir fast wie ein Wolf aus. Naja, was ist denn das hier? Ein kleiner Diamant. Wo ist denn der hier drin? Ich denke, unter Sonstiges. Ja. Oh, der 250, den brauchen wir anscheinend für Schmieden. Ja, da steht sogar. Weil ich da gerade Goldbrocken gelesen habe. Gut. Gut, das im Inventar zu haben. Das sieht mir auch so aus, wie wir was mitnehmen können. Eine Ogerwurzel. Was kann eigentlich die Ogerwurzel? Druidenschlag. Was sieht mir so aus wie Ogerwurzel? Reiselust. Eine Stärke plus 1. Ist das dauerhaft oder nur einmal? Denn mit dieser ganzen Alchemie habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel beschäftigt. Auch offscreen nicht. Ich habe es mir zwar kurz angeschaut, aber... Oh je. Das sind 2 Wölfe. Ja, mit den 2 Wölfen sollten wir doch schon fertig werden. Ich meine, wenn wir die sowieso hierher locken in diese Nische, dann können die uns nur von vorne angreifen und das mindert dann wieder unsere Gefahr, irgendwie... Da, Schaden davon zu tragen. Ja, komm, ich geh mal in die Nische da. Da kann mir da nichts passieren. So, hier können wir angreifen. 1, 2. Ah, der hat gleich 3-mal angegriffen. Das war knapp.
Einer ist erledigt. Ah, verdammt. Einer ist erledigt, wollte ich sagen. Na, ich traue mich jetzt nicht, den anzugreifen, bis er mich nicht nochmal angegriffen hat. Ja. So. Das wären die beiden gewesen. F8, sicher ist sicher. So, und da ist auch nochmal so eine Nische. Aber da ist nur ein Heilkraut drin. Obwohl mir das so aussieht, wenn hier noch ein kleiner Geheimgang sein könnte. Allerdings sieht das hier nicht so aus, als wenn hier einer wäre. Das sind wieder diese Kristalle. Und wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann gibt es die Kristalle nur deswegen, weil diese alten Tempelruinen wieder aus dem Boden geschossen kamen. Weil die Götter die Welt ja verlassen haben, wie es so schön hieß im Intro. Da ist nochmal ein Wolf. Ich sehe da nur einen. Na komm, dann greifen wir an. 1, 2 und... Oh, der geht zurück. Ist der etwa gerissener als die anderen? So. Ah! Komm, schaffe ich den? Ja, sehr gut. Ah! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, verdammt. Auch so ein Plus vom Kampfsystem hier in Risen, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ist die... Verdammt, ist das Verfolgen des Feindes, was die Kamera angeht. Na komm, greif an. Dann greife ich an. Wenn du nicht willst, mache eben ich die Runde. So, der hat auf jeden Fall die Quest zum Erfolg gebracht. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich keine anderen Wölfe mehr geben. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen schaue ich mir da nochmal ein bisschen rum. Auch weil es hier Kisten gibt und die sieht sehr besonders aus. So, was gibt's denn hier? Goldmünzen, ein Knüppel, Hiebwaffenschaden 8, wenn man was Besseres. Ich glaube, wir haben 12, wenn ich mich nicht ganz täusche. 15 haben wir sogar. Ja, das ist ja bei weitem schlechter. Und ein Eisenerzbrocken, sehr gefragt bei Schmieden. Wollte Oscar, Craig hieß er, glaube ich. Wollte Craig nicht Eisenbrocken haben, aus dem wir dann irgendwas schmieden können? Da war doch irgendwas, oder? Oder waren das irgendwelche Rohlinge? Ich glaube, das waren Rohlinge, obwohl das könnte eigentlich auch der Eisenbrocken gewesen sein. Ich meine, es ist ja ein Rohling. Oder? Täusche ich mich da gerade? Na, ich werde es ja gleich sehen. Ich muss sowieso zurück ins Lager. Wegen Rachel. Der haben wir ja noch ein paar Brocken Fleisch versprochen. So, wo geht's denn hier lang? Schade, dass wir noch kein Schürfenland haben. Kein Mining. Sonst könnten wir jetzt hier mal ein bisschen Gold abklopfen von der Wand. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Ja, noch nichts. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie ich heiße. Also... Der Typ hier im Spiel, wie ich heiße, weiß ich schon. Aber, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. So, sicher ist sicher. Ich weiß ja nicht, was mich da hinten erwartet. Nicht, dass da wieder irgendwie so ein komischer Golem ist, wie er letztes Mal in der Höhle war. Aber das sieht mir so aus, wie wenn das hier wieder ganz woanders wäre. M ist doch die Map, oder? Genau. Tja, was ist denn das? Sieht mir fast aus, wie wenn das hier eine Stadt wäre. Und ich bin hier in diesem... Kann das hier die Dingsstadt... Nee, das ist hier unten. Die Hafenstadt. Dann könnte das hier vielleicht sogar die Vulkanfestung sein. Oder der Vorort der Vulkanfestung. Ja, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall... Oh je, das sind 2 Keiler. Und ein Wolf. Gut, der Wolf, der ist jetzt weniger das Problem. Wölfe sind schwächer als der Keiler. Aber da ja gleich 2 von denen da sind, weiß ich nicht, ob ich mich mit denen anlegen sollte. Na komm, greif an. Na, dann greif halt ich wieder an. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, mein Freund, dann mache ich hier die Runde. Ah, verdammt. Das ist übrigens... Ach, das ist gar kein hungriger Wolf. Das ist ja wahr ein normaler Wolf. Und mir hat übrigens irgendjemand, mit S fängt er an, der Name, der schaut sich anscheinend gerade die ganzen Videos an, denn er hat, glaube ich, unter 2 Videos hat er einen Kommentar geschrieben, dass der Stufenaufstieg sich auf... Na, J ist es, glaube ich, die C war es, genau. Der Stufenaufstieg sich hier auf irgendwas auswirkt. Ich habe es leider wieder vergessen, auf die Erfahrung, glaube ich, nicht auf die Erfahrung. Irgendwas war es, auf jeden Fall, was ich nicht beeinflussen kann. Komm, vielleicht war das sowieso schon wieder falsch, was ich da gerade erzählt habe. Vielleicht kann ich das ja sogar beeinflussen. Na komm, ich möchte den anderen Keiler nicht aufschrecken. Genau, ach verdammt. Habe ich F8 gedrückt, ich hoffe... Boah, die hauen schon ordentlich rein hier, die Viecher. Ah! Ups.
Ich glaube, ich lasse das mal vorerst. Ich gebe jetzt erst wieder die Quest ab. Oh, oh. Ach so, ich habe jetzt... Das sah jetzt ganz aus, wie wenn er neben mir laufen würde. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gleich mal F... Ach verdammt, jetzt habe ich F9... Ja, ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts verloren. F8 und F9, das ist viel zu nah beieinander. So. Den will ich haben. Und ich gehe jetzt einfach mal gekonnt an den Viechern da vorbei. Nur damit ich schauen kann, wo ich mich denn jetzt hier gerade befinde. Oh, da ist eine Ruine. Seht ihr die? Das sind nochmal 3 Wölfe. Oh, das sind freier Wildbahn. Nee, Leute, das mache ich jetzt doch nicht. Ich komme da später nochmal her. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt so schaffen werde. Und nochmal eine Folge lang, beziehungsweise 20 Minuten lang mit Wölfen rumschlagen. Das, nee. Nee, machen wir später. Wir kommen ja da bestimmt nochmal her. So, die Geschichte haben wir alle abgehakt. Der Kammer war mal ja. Da gab es ja das Heilkraut. Dann geht's wieder raus. Oh, da steht er ja schon. Die Kiste haben wir ja auch. Gibt's da irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Gut, dann sprechen wir mit Hey, dir. Du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Ja, aber ich bin ein bisschen langsam. Ich bin ein bisschen begriffs... Wie sagt man denn da? Ihr wisst, was ich meine. Erklär's mir bitte nochmal. Langsam. Erklär's mir nochmal. Also ich gehe jetzt zurück auf meinen Posten. Du folgst mir unauffällig. Dann hältst du dich links, gehst in unser Lagerhaus. Dort legst du dich ins Bett und schläfst eine Weile. Wenn du wieder aufstehst, ist der Ordenskrieger verschwunden und du kannst wieder rauskommen. Klar? In Ordnung. Alles klar. Los geht's und pass auf, dass er dich nicht sieht. Also eigentlich habe ich ja alles verstanden, was er gesagt hat, aber der einzige Grund kann ich jetzt hier mit... mit Shift laufe ich normal. Der einzige Grund, warum ich jetzt hier gesagt habe, erklär es mir bitte nochmal, ist, dass manchmal, also die Erfahrung habe ich schon öfters gemacht, dass da manchmal mehr gesagt wird oder was anderes gesagt wird, als wenn ich es nicht geklickt hätte. Mehr Information gegeben wird. Und das war ja in dem... Oh, ist er da? Nee. Doch, das ist der Ordenskrieger da. Der sieht mich doch. Ach, jetzt geht er weg. Ah, ich folge ihm unauffällig. So, jetzt kann er mich nicht sehen. Er schaut nach oben Richtung... Ja, was für eine Himmelsrichtung ist das eigentlich? Das ist Norden. Westen schaut er dann. Dann gehe ich da einfach mal rein und schlafe ein bisschen. So, hier dürfte er mich ja nicht sehen. Ich habe zwar gerade geschlafen, aber pff, ist doch wurscht. Ich bin ja schon ziemlich geneigt, da die Truhe mal aufzumachen, aber ich traue mich nicht. Obwohl, haben wir die schon mal aufgemacht? Keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal. F8 ist ja speichern. Da kann mir sowieso nichts passieren, hoffe ich. Wieder dieses Wolfssymbol. Perlenkette. Händler geben gutes Geld dafür. Bin ich so dreist? Bin ich so dreist? Ja, ich bin so dreist. Ich bin böse. Ich bestehle. Naja, ich habe ihnen ja ein bisschen geholfen. Das ist mein Tribut dafür. Na, ich penne einfach mal. Ach, bis zum nächsten Morgen hat er doch gesagt, oder? Na, ich schaue einfach mal bis mittags, ob da irgendwas passiert. Mach mal einen kleinen Schönheitsschlaf. Der ist immer noch da. Ja, gut, dann pennen wir halt bis zum nächsten Morgen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Das wird jetzt ein langer Schlaf. Aber zumindest ist das Gewitter jetzt weg. Oder? Ja, sieht so aus. Ja, er ist weg. Also. Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Mhm. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Glück im Unglück. Glück. Übrigens, deine Wölfe sind Geschichte. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ja. Hier, nimm dies als Dank von mir.
Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Ja, kein Problem. Und was er mir auch gesagt hat, der Mensch mit S, ich kann mir deinen Namen nicht merken, tut mir leid. Mein Namensgedächtnis ist Müll. Aber das wissen ja die meisten von euch schon. Dass die Witze hier, dass diese Zauber einmalig sind. Das heißt, die kann ich dann nicht wieder verwenden. Und das hier sieht mir doch sehr wertvoll aus, deswegen klicke ich das jetzt mal nicht an. Aber gut zu wissen. Nochmal danke für eure ganzen Hinweise. Das hilft mir teilweise echt ungemein. Und falls nochmal von euch jemand ein paar Infos hat... Oh, schaut euch mal diese Landschaft hier an. Ah, schön. Wirklich schön. Ja, bei solchen Spielen wünsche ich mir manchmal echt, einfach mal in die Rolle hier reinzuschlüpfen. Da wäre natürlich so eine VR-Brille nicht schlecht. So eine Virtual, oder so eine AR-Brille, je nachdem. Wo man dann sich hier wirklich alles mal anschauen kann. Ich bin ja sehr geneigt, mir die Oculus Rift mal zuzulegen, wenn das fertige Produkt draußen ist, dass er dann auch 1080p unterstützt für die Augen, weil momentan ja, glaube ich, nur 720p möglich sind. Und da, die soll ja, glaube ich, 240, 250 Euro kosten, wenn ich mich noch nicht recht entsinne, oder waren es 300 Euro, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so um den Dreh rum, deswegen schauen wir mal. Lust hätte ich ja schon auf das Ding. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Sag mal, irre ich mich gerade oder... Wir haben doch schon mal mit Tristan gesprochen, oder? Das war doch im Haus drin. Oder? Irre ich mich da gerade? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Ja, doch, das kennen wir doch schon. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir Ich skipp das hier mal durch. Das kennen wir doch schon alles hier. Ich suche Arbeit. Das haben wir, glaube ich, auch schon geklickt. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Normalerweise. Also wir haben ja hier schon gearbeitet. Wir haben Benny hier bei seinem Weizenzeug geholfen. Hansen haben mit seinen Wölfen geholfen. Und der andere hat keine Arbeit für uns. Also von dem her... Ja, und das haben wir doch schon mal gemacht. Handelt ihr auf dem Hof? Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Ja, schau mal einfach mal, was du denn so Lass hast. Lass uns handeln. Also, ja, er hat nicht wirklich was Nützliches. Ja, an das Bild kann ich mich erinnern, das kennen wir schon alles. Also, Ende. So, und da wir sowieso schon wieder fast am Ende sind, sehe ich gerade. Jetzt habe ich schon gedacht, die meckern mich hier an, weil ich das Ei genommen habe, aber das ging ja nochmal gut. Mal gleich nochmal F8. Sicher ist sicher, würde ich sagen. Willst du hier? Ja, wir schauen uns einfach mal hier ein bisschen im Haus um. Da ist ein Buch, da ist ein Ei. Meckern die jetzt, wenn ich das Ei nehme? Ja, das ist ja in deren Haus, deswegen mache ich das mal lieber nicht. Milch nehme ich auch nicht. Im Bett könnte ich schlafen, denke ich mal. Oh, der folgt mir aber überall hin. Buchständer. Witz erzählen. Buchständer. Ich probiere mal was. Ich meine, was will ich in dem Buchständer? Interessant. Ah, Weisheit plus 3. Was ist denn Weisheit gleich nochmal? Was bringt mir Weisheit? Steht das hier irgendwo? Weisheit plus 3, das müsste dann eigentlich irgendwo hier sein, oder? Bin ich jetzt gerade? Weisheit. Wo ist die Weisheit? Da, Weisheit. Benötigst du für das Verstehen der magischen Siegel? Ja, das kann, glaube ich, nie schaden, wenn man das so bekommt. Und, kann ich einen Witz erzählen? Dreckiger Ups! Aus Versehen auf F9 gekommen. Nee. Das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich nicht. Die Weisheit habe ich jetzt schon, oder? Nein, habe ich nicht. Also lesen wir nochmal in dem Buch der Weisheit. Denn das dürfen wir ja dann. Ist Witz. Ich habe jetzt. Es handelt von magischen Sprüchen. Ja. Witz erzählen, da habe ich mir jetzt gedacht, dass das vielleicht, dass er das vielleicht auch in die Hand nimmt, weil wir ja eigentlich auch so einen Witz erzählen Dingsbums haben.
Genau, das hier. Aber das ist anscheinend hier doch nicht das, was ich machen soll. Deswegen lasse ich das hier. Wie sind die Götzen, heißen die, glaube ich, oder? Nein, die Druide, die mache ich jetzt nicht auf, sonst jagt er mir noch einen Besen in den Rücken. Das mache ich dann lieber doch nicht. Da ist noch ein Heilkraut. Ah, dieses Bild. Schön. Wirklich schön. Okay. Dann würde ich sagen, wir belassen es mal dabei. Nächstes Mal gehen wir zu Rachel, geben ihr Fleisch wieder. Und wir haben ja, glaube ich, sowieso noch ein paar offene Punkte, die wir im Banditenlager abhandeln müssen. Oh Gott, das sind auch wieder so zwei Keile. Obwohl, die sind, glaube ich, leichter zu erledigen wie die anderen. Da schauen wir nächstes Mal. Was ist dahin? Das sind auch nochmal Keile. Da kann man ja, glaube ich, her. Ja, hier ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich würde sagen, machen wir allerdings alles beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.